So, das war doch mal das Standard Star Wars Intro. Nur halt mit einer etwas anderen Schrift. So, Leertaste zum Fortfahren drücken. Tue ich das. Also kurz zusammengefasst, wir sind hier auf Hutter, einem Schmugglermond. Hier einen Schirmherrn zu organisieren, der uns die große Jagd erlaubt. Das war jetzt mal die Zusammenfassung von dem Intro. Guter Türsteher. Wir sind fast fertig. Sieh zu, ob du das Sicherheitsnetzwerk aktivieren kannst, Marco. Verstanden, Braden. Wir werden... Hallo? Und was für ein Hallo. Die Hauptattraktion ist hier. Leute, das ist der Mann, auf den wir all unsere Hoffnungen setzen. Der beste Schütze, den ich kenne. Und Nerven aus Stahl. Er ist wie gemacht für die große Jagd. Was sagt ihr? Bereit, euer Team zu treffen? So sieht's aus. Der alte Mann ist unsere Stütze, damit wir hier mal Fuß fassen auf Hutter. So ist es. Mein Team, das gefällt mir. Gewöhnt euch daran. Um die große Jagd zu gewinnen, braucht ihr Unterstützung, Struktur und Informationen. Gehen wir die Sache ganz offiziell an. Das hier ist Marco, ein kleines Genie, das ich vor Jahren auf Nar Shaddaa aufgelesen habe. Ihre Spezialgebiete sind Aufklärung und Technik. Ich hoffe, ihr seid so gut, wie der alte Mann sagt. Und der große Brocken da ist Jory. Er kümmert sich um die Schwerarbeit und den Schutz unserer Operationsbasis. Atunima Chechu. I kutsignan kihe. So, hallo zusammen. Schön, euch beide zu treffen. Gehen wir an die Arbeit. Genug der Vorstellungen. Kommen wir zum Geschäft. Wir sind hier, weil die große Jagd losgeht. Die kleine Marco kennt sich in der Jägergeschichte aus wie kein anderer diesseits von Geonosis. Und sogar sie weiß nicht genau, was die große Jagd alles beinhaltet. Aber ich kenne die Namen von allen Gewinnern der großen Jagd. Der Blutwürdige, der Verfinsterer, Jula Nachtbringer. Jeder Kopfgeldjäger, der eine große Jagd gewonnen hat, erlangte unglaublichen Ruhm und Reichtum. Darum sind wir hier. Das hört sich doch sehr gut an, finde ich. Was machen wir zuerst? Bis jetzt weiß ich nur das. Es gibt bei der großen Jagd zwei Gruppen. Die mandalorianische Elite und die freien Kopfgeldjäger, die von einflussreichen Verbrecherbossen unterstützt werden. Einen Mandalorianer können wir aus euch nicht mehr machen. Ihr braucht also einen Schirmherrn. Nemro der Hutte kontrolliert diese stinkende kleine Stadt. Der Schurke schuldet mir noch etwas. Ich könnte euch also vorstellen. Marco, scanne alle Kopfgeldjägerziele in der Umgebung. Ich will den übelsten, brutalsten und gefährlichsten Abschaum, den du finden kannst. Bin dabei, Braden. Ein übler Schurke. Komm sofort. Wir müssen zumindest die Leute hier in der Umgebung davon überzeugen, dass ihr einen großen Namen als Kopfgeldjäger habt. Dann kontaktieren wir Nemro. Marco wird Gerüchte über eure außerplanetarischen Aktivitäten streuen. Aber ihr müsst auch hier einen beeindruckenden Fang machen, um diesen Ruf zu bestätigen. Na super. So, Marco ist wohl ziemlich nützlich. Gibt es auch etwas, das die Kleine nicht kann? Sie kann nicht so gut mit Waffen umgehen wie ihr. Wozu bräuchten wir euch sonst? Hab was. Seht euch das an. Vex, Korillianer. Unglaublich schnell am Abzug. Gesucht wegen Überfällen auf 15 Sollstationen des Imperiums. Togawata Kiko Uba Kiniwata Buki Donko. Perfekt. Dieser Vex ist entweder verrückt oder süchtig nach Ruhm. Und gefährlich ist er offensichtlich auch. Hier steht, dass Vex einen Unterschlupf im Gossenviertel hat. Mitten im Chaos. Das wird lustig.
Ein Feind von Nemrod im Hutten hat einen Teil der Stadt übernommen. Es ist gefährlich, dort herumzustöbern. Aber ihr habt keine andere Möglichkeit. Überfallt den Unterschlupf von Vex und findet etwas, das auf seinen Aufenthaltsort hinweist. Seid für alles bereit. Ich bin immer bereit für Credits und Ruhm sowieso. Ihr entschuldigt mich, aber ich muss einen Unterschlupf ausheben. Seid vorsichtig da draußen. So, und damit können wir jetzt unseren Charakter steuern. So. Erstmal Leisteneinstellungen. So. Lass mal da hin, lass da. Sprinten aktivieren wir mal. Können wir schneller laufen. Das ist ganz wichtig hier. Der Buff. Der macht 5% Vitalität. Ja, jede Klasse hat auch ihren eigenen Buff. Der Kopfgeleger hier zum Beispiel hat halt 5% mehr Ausdauer. Ich hoffe, wir kriegen dann irgendwann noch von den anderen Klassen die Buffs, damit ich auch ein bisschen sein kann. Hier, das ist mein Vermächtnis, das werde ich aber noch viel besser anzeigen lassen. So nicht, sondern so. Vielleicht kennt dieses Vermächtnis schon der eine oder andere, das Ostsee-Piraten-Vermächtnis. Vielleicht ist es auch neu für euch. Manch einer wird es schon kennen. So, ist meine Karte verkleinern und sieht man hier nichts. Gut, dann geht's jetzt los. So, Händler. Ne, brauchen wir jetzt noch nicht. Aber hier sind zwei Quests. Hier, das sind die Quest-Symbole hier, diese drei. Quatsch nochmal, den Kuchen. Also. P847 überbringt wichtige Nachricht von Nemrod dem Hutten, mächtiger Nemrod, gleich allmächtiger Herrscher von Jiguna. Gut, her mit der Nachricht. Ich nehme halt jede Quest an, die ich hier irgendwie kriegen kann, um ein bisschen Kohle zu scheffeln am Anfang. Ich höre zu, fürs Erste. Chubanidori, Nananatota, Tabita Wanawanda, Konchuta, Kasuyali Kura, Tokatikom. Okay, das klingt doch nach einem Auftrag für mich. Das kann ich wohl tun. So. Dann quatschen wir mit dem Kali drüben. Willkommen auf Huta. Ihr seht ziemlich zäh aus, aber lasst mich euch einen guten Rat geben. Passt auf euch auf, lernt, wie man sich mit den Mächtigen gut stellt. Und verschwindet so schnell ihr könnt. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe nicht vor, länger als nötig zu bleiben. Das ist auch weise so. Hoffen wir mal, dass ihr noch laufen könnt, wenn es Zeit ist zu gehen. Da draußen tobt gerade ein Bandenkrieg. Wenn ihr auf Hutta überleben wollt, müsst ihr die Regeln lernen. Ich kann euch Erfahrung mit den Huttenbanden bieten. Euch helfen, euch einen Namen zu machen. Wenn ihr mir helft. Also ich finde, bei dem Spiel ist das richtig gut gemacht mit diesen voll vertonten Dialogen. Das hast du nicht überall bei MMOs. So, nichts ist umsonst. Irgendwo gibt es immer einen Haken. Dies ist eine Stadt des Verbrechens. Ein gieriger und grausamer Hutte namens Nemrod kontrolliert sie. Als würde es andere Hutten geben. Ich habe für Nemros Bande gearbeitet. Ein brutales, blutiges Leben. Darum bin ich weg. Aber jetzt ist mein kleiner Bruder in meine Fußstapfen getreten. Der Anführer von Nemros Straßenbande, Rex Gier, ist ein alter Kumpel von mir. Ich dachte, er könnte mir helfen, meinen Bruder herauszuschlagen, aber wegen der ganzen Kämpfe komme ich nicht an Rex ran. Die halten mich nicht auf. Zeigt mir einfach die Richtung. Ich werde Ihnen den geschäftlichen Ausgang meines Blasters zeigen. Ich hoffe, ihr irrt euch nicht. Nemros Leute haben sich in Jiguna verschanzt, aber ihr müsst euch durch Fatras Schläger kämpfen, also seid vorsichtig. So. Wir haben jetzt zwei neue Quests. Hier oben sieht man die Quests. Ist halt vom Prinzip her wie bei jedem anderen MMO. Dass du rechts oben die Quests hast.
bisschen verwinkelt hier. Das finde ich jetzt ein bisschen dämlich gemacht hier mit dieser Verwinkelung. Gehen wir erstmal zum Briefkasten, dann schauen wir zur Post. So, ein Gründertitel. So, weil ich Gründer von Old Republic bin. Also, sprich, ich habe das Spiel seit einem Jahr ungefähr. Und da hat man noch diesen Titel gekriegt, weil man da halt noch einer der ersten war, die dieses Spiel gespielt haben, beziehungsweise gekauft haben. So, das gleiche mit dem Towntown-Bock, den hat man gekriegt, als das Vermächtnis eingeführt wurde. Steht da auch nochmal hier drin. Ich werde das jetzt hier nicht alles vorlesen, weil sonst dauert das LP ein bisschen zu lange. Und ich will hier eigentlich so schnell wie möglich durch. So, das ist hier auch für die Facebook-Fans. Das ist der Party-Java. Nach hier Feuerwerk zum Jahrestag. Aber das werde ich wegwerfen hier, weil das ist wirklich nur Schnickschnack. Den kann ich hier mal kurz anwenden, um zu zeigen, was da passiert. Nämlich nicht viel. So, das kriege ich jetzt einfach mal weg. So, weg mit dem Knirsch. So, das wende ich mal an. So, da ist der kleine Towntown. So, und seinen Titel kann man dann halt hier zusätzlich aussuchen. Halt ohne Titel im Moment. Und so sieht es aus, wenn ich den Titel aktiviere. Hier ist immer noch das Vermächtnis, was ich vorhin eingestellt habe. Das klappe ich wieder zu. Das ist unsere momentane Ausrüstung. Die ist nicht viel wert. Und dann geht's jetzt los. Hoffentlich auch mit den ersten Kämpfen. Halt, hier ist so ein Taxistand. Das sind so die Flugrouten. Wir können nichts dafür, wenn Sie den Stand verpassen. Anders ausgedrückt. So, besiege Fatras Schurken. Tu ich das doch glatt. So, ballern wir jetzt. Da braucht man hier gar nicht runter, weil die treffen einen sowieso. Brauchst du dich gar nicht stoppen? Praktische Fähigkeit, wenn sie mal low life hat. So schnell stehen die nicht mehr auf. Und was auch praktisch ist bei diesem Spiel, du hast hier einfach mal so einen Erholungsbutton. Da machst du eine kurze Pause mit deinem Char und erfüllt sein Life viel schneller. Oh, der hat das Jumpen mit. So, aber ich werde jetzt erstmal weiterhin ein bisschen questen hier. So. Der hat's auch hinter sich. Und dann geht's jetzt hier erstmal weiter. So. So, kommen die Fähigkeiten rein. Ja, das sind die Fähigkeiten halt. Kopfgeldjäger-Fähigkeiten alle. Diesmal Rüstungsgeschick. Mittel und schwer halt. Waffengeschick ist halt bloß absolut. Haustiere, das Ding stecke ich mal wieder ein, weil das stört ein bisschen. Zumindest mich. So, gehen wir mal hier rein. Quatschen wir mit dem hier. Das sind erledigte Aufträge. Ihr habt das geschickt, durch Fatras Linien zu brechen und Nerven hierher zu kommen. Kenne ich euch? Keine Ausflüchte. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bin wegen des jungen Brell hier. Was wollt ihr von ihm? Arbeitet ihr auch für Vater?